Ja, Leute, ihr habt's gesehen. Wir bekommen endlich das von vielen gewünschte Malta-DLC am 8. Dezember für Jurassic World Evolution 2. Und in diesem Video möchte ich mir mal mit euch alle neuen Spezies, Varianten und Skins angucken, die wir dadurch halt bekommen werden durch das DLC. Und wir fangen da mit dem Atrociraptor an. Diesen wird es in vier Varianten geben. Einmal Ghost, Red, Tiger und Pantera. Das sind die vier Varianten, die man auch im Film sehen kann. Hier könnt ihr den nochmal etwas genauer sehen. Ich finde, der sieht wirklich sehr, sehr böse aus. Gerade die roten Augen gefallen mir richtig gut. Und hier kann man auch schon ganz gut sehen, in welche Richtung dann die Map so gehen wird. Also die ist vom Biom her komplett anders. Und auch die Hintergrundgestaltung und Landschaft sieht schon sehr interessant aus. Aber darauf werde ich nochmal in einem weiteren Video eingehen. Ich schaffe das jetzt leider nicht mehr vor der Arbeit, deswegen wird dann morgen dazu nochmal ein Video kommen, wo ich dann nochmal viel, viel mehr Infos euch mitteilen werde. Hier könnt ihr den auch nochmal kurz im Bewegbild sehen aus dem Trailer. Der eine Atrociraptor schreit und das Rudel schwärmt aus. Als nächstes haben wir den Lystrosaurus. Den hat man ja auch ganz gut dann im Schwarzmarkt von Dominion gesehen. Der ist auch wirklich eine sehr, sehr interessante Urzeitkreatur. Sowas in die Art hatten wir noch gar nicht im Spiel, deswegen freue ich mich da sehr drüber. Gerade die Stoßzähne und dieser Hornschnabel, den finde ich super interessant. Auch diesen kann man hier nochmal ganz kurz in Bewegbild sehen. Und dann haben wir als nächstes den Oviraptor. Den kennen wahrscheinlich die meisten von euch schon. Also ich kannte den auf jeden Fall auch schon vorher. Der ist ja, glaube ich, ein Eierdieb. Ich glaube, das bedeutet auch der Name. Aber es wurde, glaube ich, irgendwann auch nachgewiesen, dass der eigentlich gar kein Eier geklaut hat. Aber in Dominion auf jeden Fall ernährt er sich auch von Eiern und klaut auch Eier. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Der ist natürlich sehr markant, auch mit seinem Hornkamm. Geht so richtig in diese Vogelrichtung schon so ein bisschen. Erinnert mich ein bisschen an so einen Huhn. Keine Ahnung wieso, aber irgendwie schon. Ja doch, so ein bisschen geht das in diese Richtung, wie so ein Hahn oder sowas. Und ich sehe jetzt auch gerade im Steam-Text steht, dass der ein Allesfresser war. Das heißt, da bin ich sehr gespannt, wie das dann in-game gehandelt wird. Ob der dann auf Pflanzen und Fleisch frisst? Das wäre mal sehr interessant, muss ich sagen. Auch diesen bekommt man kurz im Bewegbild zu Gesicht. Und dann kommen wir schon zur vierten und letzten neuen Spezies von dem DLC. Und das ist der Morus intrepidus. Habe ich noch nie so vorher gehört. Ist aber ein relativ kleiner Fleischfresser, auch wieder schön gefiedert. Und laut dem Steam-Text ist das der kleinste bisher entdeckte Tyrannosaurier. Den gab es leider im Announcement-Trailer nicht zu sehen. Das heißt, dazu haben wir noch kein Bewegtbild. Aber da bin ich dann umso mehr auf das Species... Wie heißen die Species? Field Guide, so heißen die Dinger. Darauf bin ich gespannt. Das wird sicherlich in den nächsten Tagen dann auch veröffentlicht werden von JWE2. Und Leute, weil ich möchte, dass das Video noch heute Abend kommt und ich jetzt gleich zur Arbeit muss, muss ich mich jetzt ein bisschen ranhalten. Also die vier neuen Spezies habt ihr jetzt gerade gesehen. Es gibt aber auch noch ein paar neue Varianten, nämlich einmal zum Beispiel den Iguanodon 2022. Dann haben wir den Allosaurus 2022. Den kommt man vorhin auch kurz im Bewegtbild sehen. Dann den Dimorphodon 2022. Der hat auch richtig schönes Fell hinten, das finde ich richtig cool. Und zu guter Letzt auch noch einen weiteren neuen Skin, nämlich den Carnotaurus 2022 Vernarbt Skin. Und das waren alle vier neuen Dinosaurier. Drei neue Varianten waren es, glaube ich. Und ein neuer Skin, die wir durch das neue Malta DLC dann bekommen werden am 8. Dezember. Ich freue mich sehr drauf. Es gibt noch viele, viele weitere Infos. Also wir können uns natürlich auch nochmal die Landschaft angucken, die neuen Gebäude, die neuen Karten. Da gibt es noch viel zu sehen. Ich werde da morgen nochmal ausführlicher dann ein Video zu machen. Und es kommt auch wieder gleichzeitig mit dem DLC ein kostenloses Update raus. Dazu kommt dann morgen auch nochmal ein Video, würde ich sagen. Oder vielleicht alles in einem Video, mal schauen. Falls ihr das nicht verpassen wollt, würde ich mich über ein Abo freuen. Ein Like wäre auch cool. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.